Hallo, liebe Trainer und Trainerinnen, herzlich willkommen bei GFD Brokers. Mein Name ist Markus Klebe und ich möchte euch begrüßen zu einem neuen Format, dem Special Trading Setups für Swing Trader. Ich möchte hier Swing Trading Ideen vorstellen, die auch ein etwas größeres Chance-Risiko bzw. nicht ein größeres Chance-Risiko-Verhältnis haben, sondern wo das Potenzial des Trades sich auch über mehrere Tage entwickeln kann. Primär bin ich ja Daytrader, handle viel am Tag hin und her, aber ich möchte hier dann auch mal Setups vorstellen, die ich auch selbst teilweise dann umsetze, die eben einen etwas weiteren Horizont haben. Also wenn euch diese Analyse gefällt, wenn euch solche Ideen gefallen und ihr immer als erstes informiert sein wollt, wenn hier neue Videos auch zu diesen Themen online gehen, dann abonniert gerne unseren Kanal von GFD Brokers und ihr seid die allerersten, die informiert werden von YouTube, wenn hier neue Videos erstellt werden. Ich möchte heute über ein Setup sprechen im Euro GBP, also im Euro zu dem britischen Pfund. Vorab aber hier nochmal eingeblendet der Risikohinweis. Achtet darauf, lest euch den durch. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne nochmal auf der Website www.gfdbrokers.com nachschauen. Da stehen natürlich auch nochmal Informationen, nicht nur zum Risikohinweis, auch zum Haftungshinweis und natürlich zu weiteren Informationen zu GFD Brokers. Also da dann auch gerne nachschauen und den Risikohinweis bitte durchlesen. Das ist wichtig. Begrenzt euer Risiko, passt auf die Positionsgröße auf und natürlich das, was ich hier sage, sind Ideen meinerseits. Es sind keine Empfehlungen. Ganz wichtig, jeder Trade muss nicht gut gehen. Auch diese Ideen können schief gehen, ihr könnt hier dann auch in den Verlust rutschen und das ist ganz wichtig zu verstehen. Setzt eure Stops und ich werde euch hier in meiner Idee dann auch mal zeigen, wo ich den Stop setzen würde, wo ich mein Ziel setzen würde und welche Idee hinter dieser Swing-Trading-Idee steckt. Also gehen wir auf den Markt. Gucken wir hier uns den Euro-GBP an. Also, wenn dieser Markt, den wir uns hier angucken, wir sind hier erstmal auf Wochenbasis, ja, wenn dieser Markt steigt, dann steigt im Prinzip primär der Euro. Wenn dieser Markt fällt, dann steigt im Prinzip der britische Pfund zum Euro. Ja? Also das mal zum Verständnis hier erstmal. Prinzipiell ist dieser Markt generell aufwärts, aber mir sind hier folgende Dinge aufgefallen. Wir haben, ich nehme mal hier mein Zeichenwerkzeug, was ich jetzt in letzter Zeit ganz gerne nutze. Wir haben prinzipiell auf langfristiger Ebene hier definitiv einen Aufwärtstrend erstmal. Ja? Wir haben steigende Hochs und steigende Tiefs, aber der Markt verliert gerade so ein bisschen an Stärke. Und zwar, schaut mal, das Hoch hier, dann das Tief, das nächste Hoch, auch selbst wenn man die nimmt, die sind wirklich stark ausgebaut worden. Da war Momentum dahinter. Da war Kraft dahinter. Dann kam wieder eine Konsolidierungsphase und das nächste Hoch. Dieses nächste Hoch war aber nur noch minimal über dem letzten Hoch. Also mit richtig Kraft hatte das eben nichts mehr zu tun. Wir haben zwar ein kleines neues Hoch ausgebaut, aber so richtig Kraft steckte hier nicht dahinter, hinter diesem Markt mehr, wo er das neue Hoch ausgebaut hat. Was für mich bedeutet, da könnte eventuell etwas Schwäche aufkommen. Das heißt nicht, dass ich sofort hier blind in den Markt springe, sondern dass ich natürlich mir die Situation erstmal anschaue. Gucke, wie verhält sich der Markt, wie verhält er sich, wenn er zurückkommt, was er dann hier auch getan hat. Und dann fällt hier auf, dass ich hier unten jetzt in diesem Bereich eine Unterstützung bildet und das eben schon seit mehreren Wochen. Ja, wirklich eine Kernunterstützung, die mehrfach getestet wurde, wo es jetzt wahrscheinlicher wird, für mich persönlich wahrscheinlicher wird, wenn der Markt jetzt hier durchläuft. Ja, zeichne das mal ein. Wenn der Markt jetzt hier Kraft nach unten aufbauen kann, dann ist es durchaus möglich, dass wir hier weiter nach unten Bewegung aufbauen. Ich möchte gar nicht mal zwingend davon ausgehen, dass der Markt hier jetzt nachhaltig unter diese letzten markanten Tiefs läuft. Ja, zeichne ich auch mal ein, diesen Bereich. Hier, dieser Bereich sind ja eigentlich die letzten Tiefs dieser Kernaufwärtsbewegung, die ich gerade schon mal eingezeichnet habe. Ja? Aber es ist jetzt durchaus möglich, dass, wenn wir hier durch diese Tiefs gehen, der Markt hier in Richtung dieser alten Tiefs läuft. Und wenn er wirklich Schwäche aufbaut mit Momentum, mit ein bisschen Kraft, dann ist es sogar möglich, dass der Markt hier dieses aktuell noch Unterstützungsniveau nach unten verlässt und wir hier erstmal ein relativ gutes Potenzial auf der Abwärtsseite haben. Die nächste Frage, die man sich dann immer stellen muss, wenn ich denn hier erstmal, egal wie, auf der Abwärtsseite einsteige, wo sollte ich denn meinen Stop setzen? Ja, das ist die Frage, die man sich auf jeden Fall dann immer sofort stellen muss, wenn man einen Einstiegspunkt findet oder einen potenziellen Bereich lokalisiert. Da zeigt sich erstmal hier, aber der ist noch nicht bestätigt. Der nächste Hochbereich für Stops, der ist hier über diesem Hoch. Ja, wir schauen gleich mal, welche Marken das dann im Detail sind. Und man sieht aber schon, dass ich hier der Abstand, der sich hier zeigt, zeichne das mal ein, ja, der Abstand, der hier kommt
zu dem Abstand, was ich erstmal als defensives Ziel nehme, der ist auf jeden Fall erstmal größer als der Stop. So richtig ein 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis hat man zwar aktuell noch nicht, aber ich sehe trotzdem hier eigentlich ein gesundes Potenzial, weil ich dem Markt gegebenenfalls auch noch eine Chance gebe, weiterzulaufen. Das Risikoverhältnis nicht nur von 2 zu 1, sondern eben auch gegebenenfalls von 3 zu 1. Damit würde ich Situationen, die hier eben beschrieben wurde, definitiv erstmal auf die Fahne schreiben. Wichtig ist hier natürlich nicht nur dieses Unterstützungslevel, wo wir aktuell exakt dranhängen, sondern hier kommen nochmal weitere Tiefs. Ich würde allerdings hier schon so weit gehen und sagen, okay, wenn der Markt hier jetzt so ein bisschen Schwäche aufbaut, vielleicht auch nochmal so ein Stück zurückkommt, dass man hier gegebenenfalls wirklich die Short-Seite eingehen kann. Stop hier oben und da gucken wir jetzt mal, welcher Bereich das ist. Ja, der Einstiegsbereich liegt hier im Bereich 0,8789, 0,8785. Also dieser Bereich ist durchaus dann der Markt, der Bereich, wo man den Markt auf der Short-Seite nehmen kann. Und der Stop ist hier im Bereich 90-30. Ja, also man hat hier ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis und hat das Ziel, defensives Ziel 83-10 mit dem Potenzial, dass wir nach unten weiterlaufen. Das ist die Idee hier im Euro-Britischen Pfund. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich hoffe, dass ihr hier eben aus diesem Setup gegebenenfalls einen guten Trade produzieren könnt, beziehungsweise hier eben für euch das so insofern umsetzt, dass ihr hier gegebenenfalls, wenn der Markt dieses Setup annimmt, eben auch mit dieser Bewegung hier Geld verdienen könnt. Für mich als Daytrader ist es dann eben auch wichtig, nicht nur diese Swing-Trading-Idee umzusetzen, sondern wenn der Markt hier runterkommt, wenn er Bewegung aufnimmt, dann ist es eben auch im Daytrading-Bereich, denn auf dem Weg nach unten, eben gegebenenfalls auf Tagesbasis, sich hier den einen oder anderen Trade auf der Abwärtsseite anzuschauen. Die Dauer, wenn man da nochmal drauf eingeht, wenn man mal schaut, wie lange der Markt hier braucht, bis er so eine Bewegung in etwa vollzieht, und das ist ja im Prinzip eine ähnliche Bewegung, die er hier vollzogen hat, diese Abwärtsbewegung, Konsolidierung, und er kann hier durchaus weiter nach unten rutschen, dann sind das hier ungefähr 3 Wochen gewesen. Also Potenzial dieses Trades in Ausschöpfung, wenn der Markt vielleicht so ein bisschen Bewegung aufnimmt, dass man hier ebenfalls nochmal 3 bis 4 Wochen annimmt. Ja, wir haben es jetzt Ende Januar oder die Tendenz geht Ende Januar. Also wenn man hier dem Trade erstmal vom Groben einen Raum gibt bis Ende Februar, ist das definitiv interessant. Und da kann man hier mal schauen, ob sich der Markt in die Richtung bewegt. Sollte der Markt hier vielleicht diese Hochs dann schon wieder zurückerobern, dann könnte man hier gegebenenfalls die Positionsgröße verringern, weil dann der Trade eben nicht ganz so läuft, wie man sich das vorstellt. Und dann fährt man hier sukzessive das Risiko runter. Und wie gesagt, das Potenzial nach hier unten, das ist definitiv da, beziehungsweise sehe ich das so. Und ich hoffe, damit könnt ihr was anfangen. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr auch die zukünftigen Videos, die Ideen hier aufnehmt und eben dann für euer Trading bzw. in eure Analysen mit einfließen lasst. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye, ciao.